Hallo liebe Leute, willkommen zurück. Ich bin Darion, ich habe Feierabend und ich spiele mit euch Minecraft. Okay, also da sind wir wieder, wo wir letztes Mal und für mich gestern aufgehört haben. Und ja, ich habe mir ein bisschen überlegt, was ich jetzt so machen will. Und zwar folgendes. Ich will einen Kompass bauen. Machen wir das doch gleich mal. Ich muss euch noch ein bisschen was erzählen, aber jetzt bauen wir erstmal einen Kompass. Ja, da haben wir ja erstmal was ablegen. Das da, das da, das kann auch weg erstmal. Das auch rutscht. Ah ne, Moment, Rutschstein brauche ich hier. Für den Kompass. Erde. Das kann auch weg. Okay, also jetzt. Da. Dann habe ich mal das Gold. Moment, wo habe ich das Gold jetzt? Das Golderz. Das ist noch hier. Das kommt da rein. Okay, dann kann das mal schmelzen. Und jetzt baue ich mir einen Kompass. So, so, so. Und einmal Rotstein. Ne, alle dahin. So. So. Na, okay. Jetzt haben wir einen Kompass. Gut, der Kompass bringt mich jetzt direkt zu meinem ursprünglichen Spawnpunkt. Und auf dem Weg dorthin will ich fleißig Bruchsteine setzen, damit ich mich nicht verlaufe. Also hier haben wir ja schon mal einen. So, der Kompass zeigt in diese Richtung. Also gehen wir dahin. Ach, das ist noch von dem Creeper von gestern. Nehme ich mal mit. Ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht mehr dran. Ach so, doch, ja, ich kann mich erinnern. Das war der mit dieser Birkenholztextur. Und ja, stimmt, deswegen sind da zwei Löcher, weil da gerade hinter mir auch einer war. Aber das Loch ist von dem mit der Birkenholztextur. Ja, okay. Hier macht das ja nichts. Wo war die? Da, die letzte Markierung. Dann setze ich die mal dahin. Der Kompass zeigt in diese Richtung. Da. Moment, hier, da ist es ja. Da haben wir unseren ursprünglichen Spawnpunkt. Ja gut, ich nehme es jetzt wenig einigermaßen gelassen. Das erweitere ich jetzt hier. So. Da auch ein bisschen erweitern. Ja, ich weiß nicht, soll ich da eben noch was machen? Oh ja, doch, Moment mal. Ich habe eine gute Idee. Ja. Die Idee ist praktisch schon umgesetzt. Also meine Idee war, hier noch eine Kiste hinzustellen. Für den Fall, dass ich tatsächlich hier mal wieder in Erscheinung trete. Dann habe ich hier gleich ein paar Sachen, die recht nützlich sind. Aber es ist ja nicht weit von hier zu meiner ersten Unterkunft hier. Da geht's lang. Und da ist ja was. Da habe ich jetzt auch ein Bett stehen. Also das ist wunderbar. Mal sehen. Also ich mache... Nee, ich mache da keine neue Kiste. Es steht ja schon eine da. Das Gold, ist das fertig? Ja. Die Kohle lasse ich mal da. Ah, okay. Ja. Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel sehen. Ah ja, noch was. Richtig. Ich wollte ja noch die Koordinaten aufschreiben. Stelle ich mich mal hier hin. So, die Koordinaten. Also das wisst ihr ja hier mit F3 dann. Also, da habe ich meinen Block hier liegen. Der eigentlich gar kein Block ist, sondern ein Heft. So ein Ringbuch-Heft, aber ich nenne es jetzt Block einfach. So, also minus 144. Und Z ist 278. Mhm. Und jetzt nochmal zum ursprünglichen Spawnpunkt zurück. Da wollte ich ja auch die Koordinaten aufschreiben. Ist ja nicht weit weg jetzt, aber... So, hier, aus nach oben. Und da dürfte das ja schon sein. Ja, genau. Nee, ich wollte da oben stehen bleiben. So. F3, ah ne, ist noch da.
Minus 199. Und Z ist 250. Minus 199 und 250, ja. Also ursprünglich dachte ich mal, dass dieser Spawnpunkt in einem, naja, Radius oder so Quadratradius von, also Entfernung von ca. 100 Blöcken um den Weltmittelpunkt ist, aber das, ich sehe es ja gerade hier, das ist nicht der Fall. Den Weltmittelpunkt will ich auch nochmal finden. Das ist ja nicht weit weg von hier. Dann nutze ich jetzt diese Funktion hier mit F3 und dann gehen wir einfach mal dahin, weil ich ja da ein Denkmal setzen will. Wenn wir schon hier sind, machen wir das gleich mal. So, jetzt muss ich sehen, wo wir hingehen müssen. Nein. Ich muss in diese Richtung. Und in Sachen X-Richtung muss ich in diese Richtung. Aber da ist doch... Da ist doch dann... Moment. Ja, in Z-Richtung bin ich gerade verkehrt unterwegs. X-Richtung ist richtig. Z-Richtung. Oh, es wird Nacht. Dann legen wir uns doch mal hin und begeben uns morgen auf die Suche nach dem Weltmittelpunkt. In der Zwischenzeit kann ich euch noch was erzählen. Moment, jetzt muss ich wieder vorblättern. Ja, das und das habe ich gemacht. Ja. Okay, machen wir uns jetzt mal auf den Weg und in der Zwischenzeit erzähle ich euch was. Wo geht's jetzt da hin? Erstmal irgendwie... Moment, jetzt nochmal gucken. Da und da. Ich habe gestern ja dieses Problem gehabt, dass der Vollbild-Modus sich verabschiedet hat. Und ich habe dann nachher beim Rendern festgestellt, dass das eine wahnsinnige Fummelei ist, dass diese Stücke, die man da kriegt, wieder vernünftig zu machen. Aha, ja, okay. Weil da doch... was ist denn das hier? Das habe ich hier gemacht. Ja. Ach, guck an. Da ist nichts drin. Da ist Sand. Ja, kann da drin bleiben. Ach so, da habe ich mir dann also schon mal was gemacht. Daran. Also ja, doch, da war wohl was, aber... war mir jetzt nicht mehr präsent. Guck an. Ja, doch, so ganz schemenhaft kann ich mich da noch erinnern. Okay, ja. Wir sollen es mal da bleiben. Stört mich jetzt nicht weiter. Ich lasse es einfach so. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ich wollte sprechen über... Ach ja, dieses Vollbild-Dingsmonster. Also wenn das nächste Mal vorkommt, dann werde ich die Aufnahme abbrechen und neu anfangen, weil das eine wahnsinnige Fummelei ist, das so zu... wieder zusammenzustückeln. Das bin ich jetzt noch richtig. Ja, in Sachen Y bin ich richtig. In Sachen Z. Und da. Ja, ich fürchte, der Mittelpunkt der Welt ist mitten auf dem Meer. Und weil da nämlich von der Aufnahme dann immer irgendwie, also von der Videoaufnahme, irgendwie so eine Sekunde oder so fehlt. Und dadurch ist die Tonspur, die ich ja separat aufnehme mit Audacity, versetzt, oder vielmehr das Bild ist versetzt zum Ton, denn an der Aufnahme mit Audacity, da tut sich ja nichts. Das ist ja immer noch gut. Ja, ich muss darüber. Jetzt laufe ich aber zu weit weg. Moment, das wollte ich ja gar nicht. Dann verschieben wir das doch mal wieder. Mit diesem Erdmittelpunkt, dann mit dem Weltmittelpunkt. Ja. Ich will ja auf dem Rückweg jetzt Markierungen setzen. Also jetzt schließe ich mal das Thema ab hier mit Vollbildproblem da. Ich fange dann einfach neu an, wenn sowas wieder vorkommt. Dann spare ich mir diese, was weiß ich, wie lange ich da rumgefummelt habe. Das war mindestens eine halbe Stunde oder so. Da ist es einfacher, nochmal neu anzufangen. Okay. Ja, und jetzt beim Zurücklaufen, also das mit dem Erdmittelpunkt lasse ich jetzt mal sein. Das kommt irgendwann nochmal. Erdmittelpunkt, Weltmittelpunkt, ja. Das kommt irgendwann nochmal.
Also das, ich habe es ja gesehen, das wird wohl irgendwo da draußen auf dem Meer sein. Das, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich esse mal eben was. Mal sehen, was ich damit mache. Aber immerhin weiß ich jetzt erstmal das. So, also jetzt beim Zurückgehen will ich fleißig Markierungen setzen und ich wende da jetzt wieder so einen psychologischen Trick an. Und zwar, ja gut, ich meine, so großartig ist das jetzt auch nicht. Ich werde ganz einfach es mir zur Aufgabe machen, Markierungen zu setzen. Wo muss ich jetzt hin? Ich kann dieses F3-Dings jetzt auch mal wieder wegmachen. Oder habe ich mich schon wieder verlaufen? Ja, aber ich habe zurückgefunden. Gut, ja, das kommt jetzt weg hier. So. Ich mache es mir also jetzt zur Aufgabe, Markierungen zu setzen. Und wo setze ich sie hin? Naja, auf dem Weg zurück. Aber die Hauptaufgabe besteht eben darin, Markierungen zu setzen. Ich setze gleich mal hier eine hin. Am besten dahin. So. Also, dann laufen wir jetzt zurück. Habe ich denn... Moment, wir laufen noch nicht zurück. Wir packen erst noch ein bisschen ein. Gut, dass ich noch dran gedacht habe. Da noch hin. Ich will ja diese Karotte mitnehmen. So, genug Steine auch. Das kann da bleiben. Das Gold nehme ich mal mit. Das kann da bleiben, das kann da bleiben, das auch. Die Wolle nehme ich mit. Kies kann da bleiben. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Habe ich eine Werkbank für unterwegs? Nehme ich mit, wenn ich Betten bauen will. Brot habe ich noch. Das nehme ich auch nochmal. Die Kürbisse nehme ich auch mit. Ja, so viel Bruchstein brauche ich nicht, die Kohle aber. Haben wir jetzt hier was im Ofen? Ja. Dann will ich jetzt mal eine Spitzhacke hier lassen. Eine Schaufel. Ein Schwert habe ich jetzt gerade nicht, aber okay, das ist jetzt immerhin etwas. Fackeln. Auch mal die Hälfte. Das Eisen nehme ich aber mit. Ja, ich lasse ein bisschen Eisen da. Ja, das kann nicht schaden. Holz ist da, Ofen ist da. Okay, gut. Eine Schere, die nehme ich wieder mit. Knochen habe ich hier auch noch. Okay, gut. Das lasse ich hier. Na, hä, raus hier. So, also falls wir tatsächlich irgendwann mal wieder da zu dem ursprünglichen Spawnpunkt zurückkommen, weil wir unser Bett abgebaut haben oder sowas, dann haben wir hier ein bisschen Auskommen. Aber wir haben jetzt hier nichts zu essen. Hm. Ich rechne jetzt mal damit, dass wir relativ zügig wieder zurückkommen. Deswegen lasse ich was zu futtern hier. Der die Hälfte der Brote. Nee. So. Die Hälfte der Brote lasse ich auch da. Okay, und jetzt fleißig Markierungen setzen. Weil das jetzt hier meine Hauptaufgabe ist. Bis ich zurück bin. Dass ich auf jeden Fall den Weg ganz leicht und ohne zu zögern wiederfinde. So, da immer an der Küste entlang. Ich setze gleich da vorne mal was hin. Na. So. Ach ja, das ist jetzt so eine doofe, langweilige Arbeit, aber ich halte es für sinnvoll. Gut, jetzt kann man natürlich fragen, warum ich das überhaupt mache. Hm. Ach doch, ja, weil es... Moment, ich kann ja jetzt... Ja, mal gucken, ich muss jetzt nicht da jede einzelne Krümmung der Küste da ablaufen. Ach, da oben ist sowieso ein... Ja, da ist sowieso eine Markierung. Ich mache unten auch noch eine hin. So, dann habe ich euch alles erzählt, was ich euch erzählen wollte oder was ich berichten wollte. Koordinaten habe ich aufgeschrieben, das Vollbildproblem habe ich angesprochen, Kompass habe ich gebaut, um damit zum ursprünglichen Spawnpunkt zu finden. Ja, das ist alles erledigt. Und das hier mit dieser... 2, 3, 4, na, einmal noch. Mit dieser Aufgabe hier.
dass ich das Ganze, was ich davor habe, jetzt ein bisschen anders auffasse. Ich glaube, es geht gleich hier weiter, oder?